der Meinung, dass ich eigentlich alles fragen könnte. Eigentlich ist mein Vater schuld, dass ich Fälscher geworden bin. Für mich war Malen nichts Besonderes. Das hatte für mich nicht diese Heiligkeit. Welchen Beruf er ausübt, das hat er mir nach 3 Tagen gesagt. Das ist schon eine beachtliche Leistung, wie nur ein Mann und kein großes Team es geschafft hat, sämtliche Zentralen der internationalen Kunstwelt auszuschalten. Ja, wir sind Opfer von einem super raffinierten Betrüger geworden. Ich wusste natürlich, dass unser Vater Künstler ist. Hatten halt immer den Eindruck, dass er nicht viel arbeitet. Ich hätte 2000 Bilder malen können und der Markt hätte es aufgenommen.